Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Midnight Suns mit Arezu. Ich bin Arezu und wir starten heute eine weitere Story-Mission. Bin mal gespannt, wie viele Folgen das braucht, wenn wir die kürzeren Folgen haben. Ja, stimmen wir weiterhin zu. Hier haben wir Hintertür, Handlungsmission. Mit Vulvi. Durch den Datenträger von Crossbones nehmen Wolverine und Hunter die jahrzehntealte Fährte von Red Skull auf. Gut. Ja, wir dürfen niemand weiteren mitnehmen, ne? Oh doch, wir dürfen jemand weiteren mitnehmen. Okay, wen nehmen wir mit? Jemand, bei dem wir... Hier, Storm zum Beispiel, ist eine gute Kämpferin und könnte durchaus noch die Punkte gebrauchen. Freundschaftspunkte. Außerdem stärken wir so unsere X-Men-Präsenz im Team. Ist auch mal wichtig. Ich bin mehr als der Heilfaktor, weißt du? Mach dich bereit für meine fantastische Spürnase. Ich bin mal stundenlang durch die Kanalisation unter dem New Yorker Hellfire Club gewandert. Das hier wird ein Kinderspiel. Ich bin echt neugierig, was Red Skull da unten so interessant findet. Wer ist doch gleich dein... Falls am Ende dieser ganzen Suche nur vergrabenes Gold liegt, werde ich etwas enttäuscht sein. Schon mal den Ausdruck Transia, Land der Romantik gehört? Nein. Nein. Ich auch nicht. Dafür gibt es einen Grund. Wirkt vertraut, nicht wahr, Logan? Okay, Storm, richte bitte dein Cape. Logan, hör auf zu plappern. Gut, Storms Cape ist wieder in Ordnung. Sehr schön. Danke, Magic. Wir sehen uns, wenn wir zurückkommen. Da wollte jemand was sagen, aber ich habe es nicht gehört. Auf der Karte kommt man über eine Schlucht am Fuße des Berges in die Tunnel. Wir können dich direkt zum Eingang bringen. Wir. Das ist Magic, die die Arbeit macht. Tu nicht so, als hättest du was damit zu tun, Caretaker. Wunderbar. Jetzt kann ich übernehmen. Na dann los, geh. Nur damit du es weißt, ich gebe deinem Verlangen, dieser Karte zu folgen, nach. Sag nicht, dass ich dir nie was Gutes getan habe. Nach der Sache schreibst du mir wohl keine Geburtstagskarte mehr. Gut. Ja, ich wollte Logan eigentlich fragen, wer jetzt eigentlich der Murkwiss Mouse ist, aber mir ist keine deutsche Formulierung eingefallen. Ich wollte nicht Englisch sprechen, weil wenn ich anfange, Englisch zu sprechen, dann höre ich nicht auf. Und das ist schrecklich, weil meine englische Aussprache schlimm ist. Sind wir etwa stundenlang im Kreis gelaufen? Es waren 20 Minuten. Ganz ruhig. Wir sind nah dran. Sagtest du auch beim letzten Schnüffeln? Außerdem, natürlich ist er nicht nur der Heilfaktor. Er hat auch Krallen. Da haben wir einen Doppler, okay. Wenn das ein Hinterhalt sein soll, ist er lausig. Hinterhalt. Er Gemetzel. Allerdings. Die wollten in den Tunnel dort. Ich glaube nicht an Zufälle. Was bedeutet? Projekt Gottesmörder. Würde mein Leben drauf wetten. Haben die auch. Hydra ist gerade ordentlich auf der Fieslingsskala abgesackt. Möglich, aber dieser Lilin ist irgendwie anders. Wild. Sowas riechst du? Das Wie und Warum erörtern wir später. Öffne das Tor, bevor noch mehr von denen auftauchen. Zu spät dafür. Ein Haufen Doppler ist kein Problem, solange sie nichts bekommen, das sie doppeln können. Außer sich selbst. Alle Gegner besiegen. Besiege alle Gegner, um den Kampf abzuschließen. Okay. Gottes Recht, diesem Ding. Es stinkt, als hätte man seinen Kadaver durch die Kloake gezogen. So kann man es auch beschreiben. Ich würde mich eher um seine Kraft sorgen, nicht um den Gestank. Du hast leicht reden. Dir sitzt es ja nicht im Nacken. Okay. Alle Doppler wollen doppeln. Pass auf.
Ich hatte gehofft, dass der hier drunter landen würde. Ich glaube nicht, dass er es getan hat. Nee. Okay, wir hatten noch den Sprung des Todes. Beim Nachziehen bekommen wir Resistenz, ist eventuell ganz sinnvoll. Okay, wir können das hier noch machen, allerdings ist das nicht ganz so sinnvoll. Das Beste wäre natürlich, wenn wir die Verwundbar hier noch anwenden könnten. Wir könnten mit Storm das hier machen. Und hätte mir mal angucken müssen, wo sie dann landet. Okay, aber die haben auch sehr wenig Leben jetzt, das ist auch gut. Das haut leider nicht hin. Heilen bringt uns jetzt gerade noch nicht wirklich was. Rasante Heilung bringt auch nicht wirklich was. Und bei Nachziehen bekommt er Resistenz. Sehr gut. Und Sprung des Todes nochmal. Okay, ich würde sagen, wir schalten mal die beiden hier aus. Dann den kriegen wir damit noch nicht ausgeschaltet, aber können wir trotzdem mal raufhauen. So. Mal sehen, wenn wir die beiden ineinander werfen, würden wir einen davon ausschalten und der andere bleibt noch da. Okay, schalten wir den aus. Das hat zumindest das schnell drin. Natürlich hätte ich ganz gerne jemanden in so einen reingeworfen, um das verwundbar noch zu verteilen, aber konnten wir nicht. Okay, der Sprung des Todes könnte den verwunden und den anderen ausschalten, aber hier haben wir keine gültigen Ziele. Hier haben wir ein gültiges Ziel. Okay, wir schalten den aus, schwächen den anderen. Selbst wenn sie sich doppeln, werden sie eben immer schwächer. Deswegen alles gut da. Das wäre jetzt nicht so ideal. Der dann will nämlich eh nur doppeln. Deswegen werfen wir den einfach nur weg. Vielleicht findest du so Frieden. So, dann können die ganzen Doppler doppeln, wie sie wollen. Und wir können mit Vuivi noch das hier gegen den da schieben. Sehr schön. Hätten wir noch Heldenmut übrig, dann könnten wir ihn wahrscheinlich ausschalten. Ne, das macht nur 115, der hätte 124. Okay, dann sind wir soweit fertig. Autsch. Da widerstanden, aber der zweite kommt durch. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Der teilt sich selbst, sehr schön. Der teilt sich selbst, sehr schön. Der teilt einen weiteren Teiler. Könnt ihr ruhig immer schön weitermachen, so. Wir haben ihre Konzentration noch nicht verloren. Kommt noch. Diese Hydra-Aufmachung habe ich zuletzt im Krieg gesehen. Vermutlich war das hier Ole Johans Versteck für den Notfall. Nur hat er es nicht bis hier geschafft. Wir haben auch ohne Red Skull genug Sorgen. So, wunderbar. Der Lichtbogen hat jetzt seine volle Verkettung hier. Äh,
Sehr schön. Das war doch nicht schlecht. Multi-KO. Drei Gegner mit einem einzelnen Schlag. Dann haben wir noch einen schnellen Hieb. Sehr schön, wenn wir jemanden dafür finden. Ja, der da hinten zum Beispiel. Langsam Zeit, mit diesem Schwachsinn aufzuhören. Dann haben wir noch eine Aktion. Da. Tja. Wir könnten Gestank der Angst benutzen, um die Leute hier auf Logan zu ziehen. Dann kann er da eine Menge Schaden so machen, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das das Beste ist. Gewitter kann auch ganz gut sein. Ja, besonders wenn wir zwei damit... Ja, wenn wir einen damit direkt ausschalten können, dann machen wir das einfach mal. Und zwei teilen sich nochmal. Und den da haben wir noch betäubt. Sehr schön. Hunter, wie weit kannst du den werfen? Weit genug. Sehr schön. Den kriegen wir so nicht ausgeschaltet. Schade. Aber die greifen auch Hand an. Das ist nicht wirklich ein Problem. Vulvi, du... nee, das ist kein wirklich guter Treffer, den wir da hinkriegen. Autsch. Und verdorben. Nicht so nett. Mehr Hündchen. Kein Problem. Bestimmt. Okay. Alles nicht versiegelt. Woher kommen also diese Dinger? Ihre Bewegungen. Diese Lilien stammen nicht aus unserer Welt. Wände sind für sie kein Hindernis. Und ich dachte, ich hätte schon alles gerochen. Gut, wir packen mal die Heldenkombo weg. Oh, sein Heilfaktor funktioniert jedes Mal, wenn man eine Wolverine-Karte wegwirft. Okay, das hätte ich mir vielleicht mal merken sollen. Mal sehen. Zack, zack, zack und zack. Wir räumen schön auf und er hat seinen Konter. Sturmschild hätten wir, die Betäubung hätten wir. Da bekommen wir gerade niemanden ins Visier. 203. Okay, mit dem schützenden Angriff können wir den hier ausschalten. Sehr schön. Gut. Klingensturm brauchen wir gerade nicht wirklich und wir bekommen ein bisschen Blocken. Hier hätten wir einen Schnitt. Ist auch gut. Okay, Logan, kannst du... Oh, wir haben ja auch nicht genug Dings da. Okay. Wir haben kein Nachziehen. Dann müssen wir den Schnitt wohl mal hier benutzen. Dann ist es jetzt... dann ist jetzt Schluss mit dem Doppeln. Die Hündchen können nochmal angreifen. So, wir haben den hier näher rangeschubst. Jetzt können wir das auch werfen. Gehen aber wieder nicht näher ran. Ich muss mir echt angucken, wo die Leute stehen bleiben. Denn die Idee war ursprünglich dort, dass Hunter dann nicht mehr daneben stehen würde. Aber okay. Gut, wir haben keinen Heldenmut mehr. Sehr schön. Da kommt das letzte Mal Verstärkung.
Gut. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Berserker, wir werden schon irgendwas ziehen, mit dem wir die erledigen können. Naja, irgendwie werden wir mit einer mit irgendeiner anderen Angriffskarte machen wir den dann kaputt. Ich wollte eigentlich alles gleichzeitig erledigen, aber hier Kraftschnitt noch. Wunderbar. Ach verdammt, ich wollte doch immer vor dem letzten... Erfahren wir, ob Red Skull hier wirklich seine Superwaffe versteckte. Ich will doch eigentlich immer vor dem letzten Schnitt, vor dem letzten Angriff aufhören, damit wir den nächsten Teil der Mission direkt in der nächsten Folge machen können. Aber okay. Ja, der gute alte Red Skull war ein klein bisschen von sich eingenommen, wie es aussieht. Das ist dann wohl euer Gottmörder. Ein altes Enigma-Schloss. Moment, vielleicht kann ich die Sequenz dechiffrieren. Da hast du deinen Decoder-Ring. Na toll, könnte darauf wetten, dass der Alarm immer noch läuft. Finden wir das lieber nicht heraus. Worauf wartest du noch? Muss das so sein? Hier lang. Crossbones Kommandoschiff. Das ist doch wohl ein Witz. Der Tempel des Kathon. Ich meinte was anderes. Macht euch besser bereit. Daneben. Überlebe 4 Züge lang gegen den gefallenen Hulk. Das können wir dann in der nächsten Folge machen. Das nenne ich mal ein. So, okay. Also. Ja, ich fand es ein bisschen enttäuschend, das ist das Wort. Enttäuschend, dass Wolverine seine Klauen nicht vernünftig benutzt hat dort und das aufgeschnitten hat. Das wäre viel cooler gewesen. Anstrengender zu animieren, ja. Aber viel cooler. Und beim Schloss, ich meine, klar, man konnte sehen, dass er dort den Riegel durchgeschnitten hat, aber auch da, wie gesagt, Wolverine ist nicht nur sein Heilfaktor, ist auch seine Klauen und es wäre schon ganz schön, die Klauen ab und zu mal im Einsatz zu sehen. Okay, also, ich beende jetzt hier die Folge, ich hoffe, es hat gefallen, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.